Ja, du hast sie gleich überrundet. Sweet Sico. Da könnte die Rakete auch gleich nach vorn fliegen, anstatt da eine ganze Runde zu machen. Die will aber. Na gut. Kann die Rakete genaue Runde machen? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin Lelouch. Ja, Lelouch weiß auch nie, was er tut. Hat keine Ahnung. Aus Code Geass, der Lelouch. So. Muss man dazu sagen, wenn wir irgendwie so Sachen sagen, wir. Gibt eh keinen anderen, oder? Wir zu. Wahrscheinlich schon. Oder? Alles gibt's zweimal. Alles gibt's zweimal. Ja, hat ja auch bekanntlich jeder Mensch auf der Welt irgendwo einen Doppelgänger, der genauso ausschaut. Wirklich? Ja. Ja, manche Leute sehen sich auch sehr ähnlich. Zum Beispiel. Ja? Zum Beispiel Zwillinge. Na, die nicht. Oder auch, aber. Autsch, jetzt tut mir schon die Hand weh. Aber komm nicht auf die Idee, dass du jetzt statt mir spielst. Ich hab grad Angst gehabt, dass du das vorschlägst. Also, Gott sei Dank, ich hab Angst. Warte, wer ist sie? Renzi. Flaggerbutter. 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 Sugar Rush. Es kommt dasselbe Trick wieder, oder was? Nein, es kommt einer. Da, oh, da ist dieser Da, Pack. Ja, da, ja, der ist das. Kannst du echt Tarotkarten lesen? Nein. Schade. Ich würde das gerne können. Wir haben auch so tolle My Little Pony Tarotkarten. Das ist nicht der Berg, schon wie klein das ist. Wir haben auch okay. So tolle My Little Pony Tarotkarten. Sind die offiziell? Nein. Ja, aber sie sind schon hochqualitativ. Also. Ja, das schon. Ja, auf der Gala, auf der Grand Galloping Gala Con. Ja, aber da sind ja andere Motive drauf als auf den Tarotkarten. Da kennt sich dann keiner aus, oder? Hä? Was? Bei was? Ja, bei dem Pony Tarotkarten. Ja. Aber steht ja auch immer so ein kurzer Text, oder? Wirklich? Gibt's offizielle Tarotkarten? Die sind alle irgendwie ja, anders, sicher. Oder? Nein, wirklich? Es gibt offizielle. Achso. Ja, sicher. Okay. Ja, es gibt auch schon verschiedene, nicht nur Tarot, es gibt auch so andere Zukunftsleserkarten. Zukunftslaserkarten. Ja. Ich höre, wie ich mir zurechtgestutzt werde, wenn ich irgendwo anfahre. Das ist ganz schön. Das ist wirklich konkret von den Machern. Richtig ordentlich konkret. Ja. Aber das Auto sieht so lecker aus. Es ist so Schokoladenugget. Das schaut so aus, als wäre es aus Holz. Schau mal diese Zündkerzen da. Diese Zündkerzen. Was redest du? Ich weiß nicht. Wie du auch immer Let's Play sagst. Sag mal Let's Play. Let's Play. Ja, so Let's Play, so sagst du es immer. Ja, ich glaub's, ich will meinen Mund anstrengen, wenn ich rede, sicher nicht. Ja, aber in den Let's das Play kommt ist das doch raus, wie das rauskommt. Das kommt mir so raus, wie das rauskommt. War ja. Wow, noch ein toller Titel für ein Buch, den ich schreiben werde. Ja, aber kommt's raus? Ich weiß nicht. Ich hab schon, immer wenn ich irgendwie so coole Sachen höre, dann denke ich mir, oh, das wäre wirklich ein guter Titel für ein Buch. Ja. Immer wenn ich coole Sachen höre, denke ich mir, das wäre ein guter Titel für ein Buch. Aber nein, es gibt manchmal so, ich höre manchmal so Sachen, die hören sich irgendwie so wie Buchtitel an, so wie, was hast du gerade gesagt? Keine Ahnung, was habe ich gerade gesagt? Es kommt so raus, wie es rauskommt. Nein, es kommt so raus, wie es rauskommt. Das Buch, kauft es euch. Oder was hast du vor kurzem gesagt? Im Tombi-Let's Play hast du das irgendwann gesagt. Wenn zwei kommt, kommen alle. Nein, wenn einer kommt, kommen zwei heraus, genau. Das ist auch ein guter Titel für ein Buch, oder? Oder... Meine Schwester, wie ich Kirby's Ghost Trap gespielt habe mit ihr, diese irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube diese gelben Ghosts, wenn man vier aufreiht, dann dörpen die halt so, also sie schielen, dörpen, Umgangssprache oder Internetkultursprache, keine Ahnung. Und da hat meine Schwester gesagt, haha, wenn es vier sind, dörpen alle. Das ist auch ein guter Titel für ein Buch, oder? Wenn es vier sind, dörpen alle. Ja. Also, wenn ihr jetzt ein Buch schreiben wollt und keinen Titel wisst, also ich mache hier ein paar Vorschläge. Oder dann kommen wir ins Geschäft. Ja, dann kommen wir ins Geschäft. Also, ja, wir bekommen dann so 80% des Gewinns, okay? Dann geht das schon. Also, da geht was. Also, wir machen gern Geschäfte. Wenn du verstehst, was ich meine. Auf jeden Fall,
Ja, und auch da habe ich mit ihr Street Fighter gespielt. Und Ja, was sag? genau. Wie war das? Genau, Jetzt hast du es vergessen. ich habe nichts vergessen. Und geh nicht, ich habe dir schon mal in meinem Wannabe the Guy Let's Play gesagt, dass Gähnen in Let's Plays ein schlechtes Omen ist. Wenn man müde ist, ist man Aber habe müde. ich nicht irgendwie vor kurzem auch gegähnt in einem Let's Play? Da habe ich auch so einen Joke gemacht mit Gähnen ist ansteckend und so. Ja, aber du hast mich nicht angesteckt. Ah, dann ist es okay. Hast du dich gerade selbst getroffen? Aber das ist interessant, wieso ist Gähnen ansteckend? Ich hab mich noch nicht erkundigt, aber wenn ihr es hier wisst, bitte schreibt es in die Kommentare, weil das interessiert mich wirklich. Das ist ein Phänomen, was ich. Ich habe gedacht, das hat man doch nicht ergründet, wieso das ansteckend ist, Wirklich oder? nicht? Das ist aber Oder komisch. Auch nur, wenn man ihn sieht, irgendwo ganz weit, 100 Meter weg steht und man sieht, oh, er gähnt. Ich glaube, nur der Gedanke daran lässt einen schon gähnen, oder? Na, hast du dich gerade selbst getroffen? Schau, wenn ich jetzt, so wie der Onscher gerade gegähnt hat vorher, wenn ihr auch gegähnt habt, Es hat nicht mal jemand gehört, dass ich gegeben habe. Ich habe es so leise rübergebracht. Niemand mehr draufkommt, dass ich gehe. Sorry, hast du mich angesteckt. Ach. Ja, aber es ist ja nur ansteckend bei Personen, die man mag, oder? wirklich? Ja, sicher. Ach so, ja, wenn man gähnt, dann denkt man jemanden, oder? Ah nein, mit Nein, Schluckauf das ist wenn das man. so, ja. Ja, und wenn man Habe ich mich gerade sieht. selbst mit einer Rakete abgeschlossen? Abgeschlossen. Ich habe mich mit einer Rakete abgeschlossen. Was ist das? Was Sich macht eingeschlossen mit einer Rakete in das? irgendein kleines Zimmer. Das ist nicht so gerade. Nein. Oh. Geschafft. Jetzt kommt die letzte, oder Oh, was? ist noch eine. Ah Ja, ja. noch eine. De. Ah ja, stimmt. Wer Jetzt ist kommt, jetzt. Minty Saki? So Oh, ganz weiter Minty, bei. sag, wir sind stolz auf dich, Minty. Minty Fresh. Ja, das ist jetzt die Original Sugar Rush Strecke, die im Ja. Film war. Ja, wahrscheinlich nicht. Was verwendest du als Zahnpasta? Jetzt auch mal so ein Themen. Einschwung. Colgate, because I'm worth it. Achso, nein, das ist genau das. Ja, ich habe früher. Früher habe ich mal, wie ist das, Blendi-Zahnpasta verwendet. Ich glaube, bis zu meinem 13. Lebensjahr. Und seitdem verwende ich keine Zahnpasta mehr. Weil es eigentlich unnötig ist. Einfach ein Tic-Tac ins Maul und schon hat man einen guten Mundgeruch. Zahnpasta macht nur 10% des gesunden Zahns aus. Wirklich? Ja. Oh, okay. Ist besser, dass du gründlich bürstest und gut ausspülst. Ja. Wirklich? Ja. Das erfreut mich, das zu hören, weil ich habe immer ein schlechtes Gewissen. Ja. Ich hoffe, du bürstest noch lang und gründlich. Darfst Ja, du kein das tue schlechtes ich auf jeden Gewissen haben. Fall. Und ausspülen gut tust du auch? Ja. Sehr gut. Also ich bin ja auch sehr hygienisch, also wirklich fast übertrieben hygienisch. Also ich trinke fast nie aus einem Glas. Ich verwende meistens einen Strohhalm. Den drücke ich auch noch zu, dass ja nichts durchkommt, was Falsches. Also das Getränk soll durchkommen, aber es soll nie, kein Schmutz durchkommen. Wow. Ja, ich trinke auch ich trinke ein Glas auch nie leer. Ich lasse immer ein bisschen was drin. Weil wenn man ein Glas ganz leer trinkt, dann bleibt ja nur der Schlatz ein bisschen drin. Und das ist echt grauslich. Ja, darum trinke ich auch nie ganz aus, mit Strohhalm, den ich auch noch zuhalte. Was mache ich noch? Das weiß ich. Das war's. Ja. Genau. So mache ich das. Ganz toll. Da war Was? jetzt auch kein Was? Was für kein? Tunnel. 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 Das ist ein komisches Wort, Tunnel. Ja, das heißt, dass man wo durchfährt. Ah, Tunnel heißt durchfährt. Das heißt, nein, es ist ein Berg, wo du durchfahren kannst. Achso. Okay. Jetzt wissen wir mal, was Tunnel heißt. Das war da nicht. Heißt Tunnel oder Tunnel? Ich weiß eigentlich gar nicht. Ja, ich weiß nicht. Nein, Tunnel, sagst du. Tunnel, Tunnel, Tunnel. Tunnel. Das ist was Kann man beides anderes. sagen? Nein, Nein. ist eh dasselbe. Ja, Tunnel, Tunnel. Ein Tunnel ist mehr, wenn man mit dem Auto wo durchfährt. Ein Tunnel ist einfach, wo man auch durchgehen kann. Wirklich? Ja, glaub schon. Gut zu wissen. Das ist jetzt mein Weltbild. Mein Weltbild ist am 21. draufgegangen. Ja. Jetzt muss ich ein neues machen. Dann nimm mal den Fotoapparat. Und schieß los! Der war sogar besser als meiner. Wenn du verstehst, was ich meine. Wenn du möchtest, dass ich Meier.
Wenn du verstehst, was ich meine. Die Meierwitze sind auch schon nicht mehr aktuell jetzt. Ja. Die haben wir schon alle Was gehört. soll das? Das ist Sehr so lustig. arg. Es kommen Raketen von irgendwo her. Ich... Sugar Aha. Rush, ja, das ist egal, schau, die haben Das ist keine legal. Chance. Es ist legal. Ah, diese Reggae-Musik ist auch cool. Ich will die original Sugar Rush Musik hören, das ist ein Menü. Ist das Komm, wirklich Reggae? nachher suche ich dann auf YouTube die Oft Musik sage und ich höre es extra mir was Dummes, nur damit du mich ausbesserst an. und Und ich sagst, wie es rede. eigentlich gehört. Aber oft tust du es Aber ich nicht. kenne mich ja auch Wow! aus. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Das war sehr schlecht.